So, liebe Freunde, wie versprochen, haben wir uns in Wumbas Wigwam zurückverwandelt und sind jetzt wieder die Alten. Währenddessen können wir ja mal schauen, ob wir dieses noch hinkriegen. Moment. Wo sind nochmal die Schuhe? Ah, hier oben sehe ich gerade noch, ist so eine komische Cheeto-Buchseite. Aber das, aha, dafür sind die Sprungschuhe da. Ich probiere es gar nicht erst. Okay, wir versuchen nochmal die Stelle hier. So schwer war das ja nicht. Und jetzt immer hier dem Wasser folgen. Bis dort ganz hinter. Und möglichst wenig Schaden nehmen. Da waren noch Noten, das weiß ich noch. Und irgendwo war auch der Notenschlüssel. Da war auch gar nicht so weit weg jetzt. Auf alle Fälle, diesmal schaffen wir es. Diesmal sieht es besser aus. Ich hab's geschafft, ohne diese komischen Sprintschuhe. Okay, und das ist wahrscheinlich einfach nur die Wassergrotte von oben. Und hier kann man ja auch bloß was mit Kazooie machen. Aber kann das sein, dass ich jetzt was verpasst habe? Ich dödel. Hab ich jetzt... Ich bin einfach reingesprungen, aber kann es sein? Jo, es kann sein. Da oben war ein Paslo. Ich bin ein Dussel. Ja. Naja, was soll's. Machen wir es halt nochmal. Aber vielleicht nicht jetzt. Vielleicht machen wir erstmal die anderen Stellen, die es hier noch gab. Wasserdepot, genau. Hier gab es auch noch was. Hier oben war auf alle Fälle ein Shinjo. Und hier unten war der große Notenschlüssel. Genau. Wie taucht man nochmal? Ach, mit B, genau. So, und das müssten jetzt auch alle Noten sein, die es hier gibt, oder? 220 Noten? Nee, das kann nicht stimmen. 100 Noten, Globos haben wir alle. Moves gibt's gar keine? Hä? Es gibt hier keine Moves? Ne, es muss aber Moves geben, dann stehen die bloß noch nicht da. Aber es muss auf alle Fälle Moves geben, weil wir haben ja das eine haben wir ja gesehen. Weil wo wir mit dem Detonator waren. Und hier brauchen wir wieder Sprungschuhe, oder? Ne? Hallo? Du bist aber böse, hä? Warum schmeißt du denn mit Dynamit? Macht man das denn? Gehört sich das denn? Hier oben gab es einen Shinjo. Nö, eine Cheeto-Buchseite, das ist ja albern. Ist irgendwie von der Kamerastellung wieder. Ist von der Kameraführung wieder doof geworden. Na gut. Könnte ja sein, wir sind bald wieder tot, wenn es so weitergeht. Wir haben noch kein einziges Puzzle irgendwie. Wir haben zwar schon, ich bin der Meinung, wir haben schon einiges hier geschafft, einige Vorbereitungen getroffen, aber letztlich haben wir noch nicht weiter geschafft. Jetzt gucke ich mir das doch nochmal an hier mit den Eiern. Irgendwie, vielleicht können wir da Eier durchschießen auf diese Schalter da hinten oder... Ich weiß es nicht. Ne, wir kommen nicht durch das Gitter durch, oder? Ne. Das geht nicht. Das ist irgendwie auch nicht richtig. Wenn ich mal nicht die Orientierung so schnell verlieren würde, wo ging's denn weiter? Wo gab's denn noch was? Bei der Sache mit dem Zug zum Beispiel. Da oben ist immer noch das Puzzle. Auf den Hügeln gibt's nicht. Was gab's denn hier hinten? War ich da schon drin? Hier ist auch wieder Gas und hier kann man wieder Sachen sprengen. Das ist natürlich toll. Alles, was in der Zertrümmermaschine gerät, wird zerkleinert. Auch passlos. Ja, das ist mir schon klar. Also hier in dieser Giftgas-Dingsbums, also hier ist ein Jinjo. Hier gibt's wieder Sachen, die wir sprengen können. An dieser Stelle war ich noch nicht.
So, jetzt gucken wir mal, bei den Jinjo jetzt dort eine Zahl steht, wie viele es gibt, das davon. Ne, das sind die gesamten Jinjos, das will ich ja gar nicht wissen. Fundsachen, oder muss ich das hier drücken? Ne. Das ist schon bei Gesamtübersicht. Drei grüne... Ne, vielleicht gibt's bloß grüne hier. Vielleicht gibt's bloß grüne Jinjos. Aber warum gibt's denn keinen Move? Ich hab doch was gesehen. Oder noch nicht, dass es noch nicht freigeschalten ist oder so. Ich weiß es nicht. Ist ja komisch. Ich habe schon eine Idee, wie wir zu dem Puzzle da oben kommen. Das muss ich sagen. Da habe ich schon eine gute Idee. So, jetzt müssen wir aber auch mal gucken. Hier ist wieder Wumbas Wigwam. Hier wollen wir nicht hin. Hier war dieses mit der komischen Schaltzentrale. Da habe ich aber nichts gesehen. Oder gab es hier den Move? Ach nee, das war das. Juhu, ich bin frei. Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Eingequatsche, aber sie hat nicht einmal ein Puzzle. Ja, aber die fliegt jetzt bestimmt irgendwo hin. Oder wir haben irgendwas freigeschalten für später. Wo fliegt das komische Kanarienvieh jetzt hin? Und warum geht die Cutscene so lange? Könnte man das nicht ein bisschen zusammenschneiden? Null. Hat irgendwie nicht so viel gebracht. Komisch, komisch. So. Können ja mal da hingehen, wo die hingeflogen ist. Ach so, oder wir machen das mal noch schnell. Genau, lass das nochmal machen, das war lustig. Ach, ich muss gar keine Stampfattacke machen, sowas. Hat es jetzt geklappt überhaupt? Oder es bleibt jetzt immer offen, dass man das gar nicht so oft... Dass man das bloß einmal schaffen müssen und dann bleibt es immer offen. Das kann natürlich auch sein. So. Da ist auch noch was zum Freisprengen. Aber ich war der Meinung, dass man da mit dem Detonator nicht hinkam. Aber das war wahrscheinlich ein Irrtum. Wahrscheinlich müssen wir da auch noch mal hin, weil da gab es ja noch die Stelle mit der Ratte, ne? So, ist das Ding jetzt eigentlich immer auf oder wie soll ich das verstehen? So, aber jetzt müssen wir mal aufpassen, wo wir hinfliegen. So, jetzt schauen wir mal genau hin. Ich kann nicht sehen hier. Das ist bestimmt extra so gemacht. Ich kann nicht erkennen, wo wir hin müssen. Auf alle Fälle, ich glaube, wir müssen einfach auf gut Glück springen. Anders geht's gerade nicht. Sieht das gut aus? Ich würde sagen, das sieht nicht bloß gut aus, das sieht sehr gut aus. Und jetzt haben wir nämlich ein Puzzle. Und hier gibt es auch noch was. Und da kommen wir bestimmt zu dem anderen Puzzle. Hat sogar geklappt. Jetzt bin ich gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Überflutete Höhlen. Ach, jetzt sind wir also hier. Hier sind wir auch mit dem Detonator hin. Da sind wir von irgendwo gekommen. Da gehen wir mal hier durch diese komischen Rohre hier schwimmen. Und jetzt sollte man auf alle Fälle wieder die Orientierung behalten. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hier bin.
aber ich sehe gar nicht, wo ich bin. Es gibt nicht mal Luft zum Atmen. Oh Mann, was ist das für ein Labyrinth? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ein Labyrinth aus Wasser. Da rein geht's vielleicht. Ansonsten sind wir jetzt nämlich auch gleich tot. Aber das sah richtig aus. Und was haben wir hier Cooles? Na, was ist denn das? Ein weiteres Puzzle. Na, ist das nicht eine coole Sache? Echt grandios. So, jetzt habe ich mir aber auch nicht gemerkt, wie es hier hinging. Auf alle Fälle muss es noch einen anderen Weg geben. Kann man nicht irgendwie, dass man nicht so komisch lenken muss, schwimmen? Irgendwie ein bisschen sinnvoller, geht das nicht? Was ist denn, wenn wir jetzt hier geradeaus schwimmen? Wo kommen wir denn da hin? Hier gibt es bloß Eier, sonst nicht. Also wieder zurück. So, wir sind auf alle Fälle von da gekommen, das weiß ich noch ganz genau. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo es jetzt hingeht. Vielleicht dahin. Ich würde sagen, hier sind wir hergekommen. Hier ist das, wo es mit dem Detonator, wo wir das freigesprengt haben. Gute Sache. Ich glaube, hier war es. So, da müssten wir ja gleich bei dem Kanarienvogel in der Nähe sein. Oder täusche ich mich jetzt? Klunkerkluftmine. Ach nee, wir kommen jetzt hier raus. Okay, der Kanarienvogel war... Was war denn nochmal hier? Mine, Eingang 1. Ach man, das ist immer noch so verwirrend. Ich habe jetzt schon 4 oder 5 Parts hier gespielt, aber ich sehe irgendwie immer noch nicht so richtig durch. Nee, hier waren wir. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier gibt es wahrscheinlich nichts weiter. Okay. Gehen wir mal wieder Richtung ganz am Anfang. Ist nur gerade wieder der andere Weg, oder? Ja, hier ist Mumbos Schädel wieder, aber das ist nicht der Anfang. Der Anfang ist auf der anderen Seite. Immer dem Wasser nach. Also die Schienen, die gehen ganz durcheinander. Wenn man sich aber hier an dem Wasser hält, da kommt man eigentlich ganz gut zurecht. Und das mit dem Zug müssen wir auch noch machen. Dazu müssen wir den ganzen Schienen nochmal folgen. Mal gucken, das können wir im nächsten Part vielleicht machen. Was gibt's hier überhaupt? Hallo Kanarienkala, warum bist du immer noch hier unten? Ach, meine Flügel sind immer noch ein bisschen steif vom Herumsitzen im Käfig. Wie wäre es mit einem Rennen, um sie zu lockern? Auf dieser alten Dresine? Die war doch vorher noch ganz kaputt. Stimmt, aber ich habe sie repariert und auf die Schienen gesetzt. Du bist recht erfinderisch für einen alten Vogel, nicht wahr? Ich versuche mein Bestes, spring herauf, wenn du Lust auf ein Wettrennen hast. Klingt nicht übel, was? Müssen wir machen. Drücke einfach A, so oft du kannst, um die Dresine anzutreiben. Na, das ist was, was ich gut kann. Und los geht's. A drücken ganz oft in Folge. Das ist easy. Fertig. 3, 2, 1. Na, das ist easy. Meine Lieblingsbeschäftigung. Tja, ist noch leider kein GameCube oder N64 Controller. Ich weiß gar nicht, ob das übertrieben ist, was ich mache. Aber ich weiß ja nicht, ob es irgendwann nochmal schwerer wird. Von daher gebe ich mir die beste Mühe. Ich tue auch jetzt nicht irgendwie Turbo-Taste verwenden. Habe ich nämlich gar nicht. Ah, Mann, wie weit war denn das noch? Ich kann langsam nicht mehr. Ach, mal einen Finger wechseln. Oh Mann, ich lasse nach. Heftig. Aber ich glaube, wir schaffen es. Nur der Controller darf jetzt nicht ausgehen oder solche Scherze. Das wäre doof. Ich glaube, wir sind viel zu schnell. Aber ich will mich jetzt auch noch nicht unbedingt ausruhen.
Hab ich gewonnen, oder? Ha, wie lange die braucht, die Kanarienkralle, bis die da ist. So, und jetzt nochmal zurück, oder? Nee, ich will ein Passlo haben. Gib mir ein Passlo, aber die hat bestimmt kein Passlo. Ich glaube, wir haben dich besiegt. Nun, dann könnt ihr dieses glitzernde Ding haben, das ich fand, bevor ich in den Käfig gesperrt wurde. Ist es ein Passlo? Ich weiß nicht mehr, was es ist. Es steckte tagelang unter meinen Flügel. Puh, ich weiß ja nicht, ob wir es da noch haben wollen. Ja, es ist natürlich ein Passlo. Klasse. Das war ein nettes Rennen. Und wie? Langsam fühlen sich meine Flügel besser an. Sollen wir den Weg zurückjagen? Hüpf auf die Dresine, wenn du glaubst, mich nochmal schlagen zu können. Soll es da eigentlich noch ein Passlo geben? Aber ich muss sagen, darauf habe ich jetzt eigentlich gerade keine Lust. Wir gucken uns nochmal die Stelle mit dem Zug an. Ob wir hier aufsteigen können und ob der uns da irgendwo hinbringt oder... Lol. Lol, wir sind jetzt erstmal im Waggon, in Schufis Waggon. Finde den Schalter zu den Tunneltoren in den anderen Welten, dann kann Schufi die Bahnhöfe anfahren. Lol. Bin natürlich genau in dem Fass wieder stecken geblieben. Ordentlich umsehen, ich würde aber sagen, hier gibt es nichts weiter. Jetzt können wir ja mal zu dem Führerstand reingehen, ob da irgendwas drin ist. Aber ich glaube, wir haben ja noch nicht wirklich irgendwas freigeschalten an Bahnhöfen. Also nützt uns das jetzt hier nichts, oder? Das ist die Zugwarte. Was, da kann ich auch noch rein? Lol. Was wohl unter diesem großen Haufen Kohle da in der Ecke ist? Vielleicht ein Puzzlo. Brichetto Blanco. Was für ein Name. Haha, wer wagt es, Brichetto Blancos Kessel zu betreten? Ich bin Benjo und das ist Kasui. Wir möchten deinen Zug benutzen. Ha, ach wirklich, wenn das so ist, dann kämpf gegen mich. Es wird gesagt, du seist ein netter Alter, oder? Haha, von wegen. Und ihr werdet gleich das Gewicht meines Pranken auf euch spüren. Okay, und was muss ich machen? Aha. Sind wir mit den Federn unverwundbar? Ja. Okay, also wir können mit den Federn können wir irgendwas machen, aber ansonsten, tja, habe ich noch keine richtige Idee. So, auf alle Fälle, Inhaberhütte. Wieso sind wir jetzt, warum zur Hölle kommen wir jetzt hier raus? Bestimmt, weil wir von hier die Welt betreten haben, oder? Bestimmt deswegen kommen wir von hier raus. Okay. Na, coole Sache, da ist immer noch die Schaufel. Aber ich habe es wieder nicht versucht. Ich guck noch mal rein, ob das mit der Schaufel geht, irgendwie den Stein wegmachen. Aber vorstellen kann ich mir es nicht wirklich. Nee, das ist einfach nur Deko. Okay. Nö, also gut. Das mit dem Endboss, das können wir uns nochmal angucken. Und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht, ob es noch irgendwas Interessantes gab. Da ist der Move. Oder einer der Moves, so muss man es ja sagen. Das ist ja cool. Neuer Move, den wir lernen können. Ich sage noch extra, 100 Mal laufen wir hier vorbei und kriegen es nicht mit. Das macht so Trümmern erst richtig lustig. Hör gut zu, sonst wird es frustig. Spring hoch in die Luft und halte dann. Dann wird Kasui zum Bohrer. Das ist dann alles. Weggetreten. Was soll ich halten? Ach, lass mich raten. Jetzt können wir die Steine auch ohne den Detonator wegmachen, oder? Dann können wir jetzt bestimmt in die andere Welt gehen. Und diese komische Ratte befreien, weil jetzt können wir das ja. Und jetzt muss ich bloß nochmal gucken, wo war denn das mit diesem Gas? Dort war das auf jeden Fall nicht. Irgendwo war, ich glaube beim Mumbo's Ding in der Nähe, war glaube ich so ein Gas. Wo es auch noch ein paar Stellen gab.
Oder war das woanders? War das hier hinten irgendwo? Das ist echt interessant. Ich gucke mir das nochmal an, ob ich es finde. Ach, hier ist wieder das mit dem Zug. Genau, hier geht es auch in irgendeine Mine wieder rein. Hier ist das Warpfeld. Und hier hinten... Hier hinten geht es bloß dahin. Ne, also hier war das nicht mit dem Gas, oder? Aber hier haben wir zum Beispiel sowas mit Bohrer. Haben wir ein lila Ninjo, haben wir schon 4 von 8. Na, das ist doch echt eine coole Sache. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part, ja, ich werde offscreen irgendwo hingehen, entweder in diesen Raum mit diesem Gas drinne, oder vielleicht verwandle ich mich auch noch in den Detonator zurück und spreng noch die letzten Sachen, oder vielleicht mache ich auch den komischen Boss. Ich werde es auf alle Fälle erst bei der nächsten Aufnahme machen, weil jetzt ist es schon spät. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und ich freue mich auch schon ganz heiß wieder drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Banjo-Tooie mit M-Tech. Also dann Leute, ciao!